Die Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale Fürsorge und Leibesübungen wurde abgekürzt GESOLEI genannt. Ein Name, der in der Bevölkerung nicht unbedingt Zuspruch fand, weil die meisten es auch als Eselei betrachteten. Es war aber alles andere als das. Es war eine riesige Ausstellung, die rund um den Ehrenhof und den Rheinpark stattgefunden hat. 7,5 Millionen Besucherinnen und Besucher haben diese größte Ausstellung der Weimarer Republik hier in Düsseldorf besucht. Dafür wurden viele Pavillons und Bauten von den damals berühmtesten Architekten geschaffen. Zum Beispiel die hinter mir, die Tonhalle als heutige Mehrzweckhalle, die zu Beginn, als sie erbaut wurde, ein Planetarium gewesen ist. Der Ehrenhof, so heißt dieses ganze Ensemble, ist heute ein Museum. Die Rheinterrasse als Café und Großrestaurant und das Ausstellungsgebäude, jetzt muss ich gucken, ob ich es von hier aus sehe, tue ich aber nicht, von Walter Fuhrmann, das war das Verwaltungsgebäude der Henkelwerke. In dem Buch Minna spielt die GESOLEI eine Rolle, und zwar, weil Fred Molitor, der Kaufmann, einen super Deal an Land gezogen hat. Nein, falsch, damals hatten wir, ich habe ein großes Geschäft abgeschlossen. Er durfte nämlich an die gastronomischen Betriebe neumodische Kühlschränke liefern. Und das war zu der Zeit etwas sehr Besonderes und äußerst lukrativ.